der Bastelzeit und heute gehen wir mal ein bisschen in der Zeit zurück. Ich habe da nämlich etwas auf den Tisch bekommen, was ich ein bisschen recyceln möchte. Oder ja, recyceln nicht, sondern eher dem Ganzen ein neues Leben geben. Und zwar das Ding hier. Das hier ist offensichtlich irgendeine Art von altem Schalter. Wir sehen schon 550 Volt, 25 Ampere und ein großes Ding an der Seite. Und das hat drei Stellungen. 1, 2, 3. Und da will ich mal gucken, was man damit noch so anfangen kann. Das hier, das ist ein sogenannter Walzenschalter, heißen die Dinger. Das heißt, da ist eine Walze drin offensichtlich. Und solange das Ding noch halbwegs was schaltet, kann man natürlich auch damit noch Dinge ein- und ausschalten. Ich würde jetzt vielleicht keine 550 Volt bei 25 Ampere drüber geben, aber zumindest mal so ein Arduino oder so ist da eigentlich ja kein Problem. Da ist ja nichts, was gefährlich werden kann. Was ein bisschen interessant ist, das Gehäuse hier, das soll angeblich aus Bakelit sein. Bakelit war so einer der ersten Kunststoffe oder ersten synthetischen Kunststoffe, die es gab. Problem an der Sache, hier so ist das erstmal überhaupt kein Problem, aber hier oben hat einer was selber rausgebrochen und das kann zum Problem werden. Denn je nachdem, aus welchem Jahr das Ding stammt, Bakelit ist im Prinzip Harz und Füllstoffe und als Füllstoff wurde unter anderem Asbest verwendet. Asbest innerhalb von so einem Harz ist erstmal kein Problem, weil das kommt nicht raus. Aber wenn man hier so Ecken hat, wo Dinge rausgebrochen sind, das könnte asbesthaltig sein. Sollte man also mindestens mal irgendwie versuchen, dann da sauber zu machen, beziehungsweise mit Mundschutz und so das Ganze versuchen, mit neuem Harz oder so einzukleistern, dass die Fasern, wenn welche drin sind, auch wirklich da drin bleiben. Wie wir sehen, die Schrauben sind ein bisschen angerostet. Was mich aber mehr stört, wenn wir das Ding mal rumdrehen, dann können wir von hinten reingucken. Und die Schrauben, die wir hier haben, die hatten auch definitiv bessere Sachen. Wenn ich unten reingucke, die Kontakte sehen auch ein bisschen rostig aus. Mal gucken. Ich hoffe, dass noch irgendwas funktioniert. Wie gesagt, es soll am Ende nur ein Arduino ran. Und ich höre hier schon, hier bröckeln irgendwelche Dinge raus. Auch nicht gut. Machen wir mal die Schrauben raus, gucken ins Innere. Was man hier noch sehen kann, das ist das hier. Das ist drei Dinger zur Seite. Das heißt, das Ding hier, das wird für mehrphasigen Strom gewesen sein. In dem Fall hier eine Sternschaltung. Das heißt also, drei Phasen plus N. Hat man früher häufig für Motoren und so benutzt. Das hier, wir haben zwei Schaltstellungen, wo man das häufig benutzt hat, war zum Beispiel Stromnetz aus und dann nach unten auf den Generator oder sowas. Und hier sind wir im Inneren und es sieht auf jeden Fall mitgenommen aus. Wir haben hier in der Mitte unsere Walze. Da steckt auch unser Ding dran. Wir haben hier eine Feder, die dafür sorgt, dass das Ganze einrastet. Die ist leider auch sehr verrostet. Und wenn wir jetzt hier drehen, dann sehen wir aktuell... Gute Frage. Oh. Okay, ich glaube, das muss ich gleich alles mal durchmessen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir vier oben haben, vier unten haben oder acht unten haben und irgendwie dann zwischen denen hin und her schalten. Aber hier scheint es wirklich so zu sein, dass der vielleicht ein Rückwärtsgang für den Motor oder so war, wo die Phasen getauscht werden. Dann haben wir hier ein Blech, das ist jetzt hier verbunden mit dem hier wahrscheinlich. Geht dann hier drüber, ist verbunden mit dem hier zum Ausgang, geht aber gleichzeitig über das Blech auch noch hier hin. Das heißt also, wenn wir jetzt noch einen weiterschalten, jetzt haben wir die beiden hier miteinander verbunden und gleichzeitig hier hinten hin. Muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen gucken. Man sieht auf jeden Fall, das hier ist auf jeden Fall definitiv aus, weil hier ist nichts verbunden, hier ist nichts verbunden. Und ich sehe gerade, hier ist sogar RS, T und Y. Okay, RST waren die damaligen Phasen. Und was haben wir hier? W, X, V, 7 und U. Ein Hoch, wer hiervon noch irgendwie rausfindet, was zum Geier das genau schaltet. Aber es schaltet auf jeden Fall noch, so viel kann man sagen. Und das Prinzip sehen wir halt auch. Wir haben hier den Hebel mit der Walze. Die Walze hat die Kontaktflächen. Hier sind Federn, die entsprechend, oder Federn sind es nicht wirklich, es sind einfach Metallteile,
die dann hier verbunden sind nach außen. Und je nachdem, wie wir drehen, machen die halt Kontakt oder machen keinen Kontakt. Die Feder, die reitet hier an diversen Stellen mit den Teilen hier und sorgt dafür, dass der immer in den Stellungen, wo die Kontakte da sind, einrastet. Mehr oder weniger gut, aber es müsste ausreichen. Okay, ich hole mir mal ein Multimeter, mess mal durch, was hier wo ist. Denn wie gesagt, aktuell macht das nur so mäßig Sinn für mich. Außer aus, das kann ich zuordnen. Also, mal rüber zum Rechner und wer jetzt gerade schon schreiend irgendwie vor dem Video sitzt und sagt, was labert der Adlerweb da für einen Unfug? Okay. Ich war gedanklich woanders, hab's deswegen nicht direkt gerafft, was das für ein Schalter ist, aber gehen wir mal durch und dann wird das wahrscheinlich etwas deutlicher. Wir haben also unser Gerät. Der Schalter, der hat oben 4 Anschlüsse, unten 5 Anschlüsse und die Dinger sind beschriftet und zwar mit 6 V, Z und U. Was mir da schon was gesagt hat, ist RST, das sind die alten Phasenbezeichnungen. Heute benutzt man für die Außenleiter ja L1, L2, L3. Das heißt, dreiphasig war ja soweit schon mal klar. Ich hatte aber UVW und XYZ nicht im Kopf. Dafür bin ich mit dem Zeug zu wenig am Arbeiten. Und da ich gedanklich halt bei einem Umschalter zwischen Netz und Generator war, war mir dann noch nicht ganz klar, was zum Geier das Ding tut. Aber schalten wir das doch mal ein. Wir sind jetzt in der Stellung 0. Stellung 0 haben wir ja gesehen, ist nichts verbunden. Wenn wir in die mittlere Stellung gehen, dann sieht das Ganze hier so aus. Wir haben R zu U verbunden, S zu V verbunden, T zu W verbunden und X, Y und Z, die sind alle miteinander verbunden. Und das war dann schon so der Moment, wo es Klick machen könnte. Gehen wir zur obersten Stellung. Die sieht ein bisschen anders aus, nämlich hier so. Da ist R zu U und Z verbunden, S zu V und X und T zu Y und W. Oder W und Y ist es. Wie schon gesagt, die Bezeichnungen, die sind jetzt heutzutage nicht mehr ganz so üblich, also nutzen wir mal die aktuellen. Da haben wir dann nicht mehr RST, UVW, XYZ, sondern wir haben L1, L2, L3. Dann haben wir U1, V1 und W1 und U2, V2, W2. Dieses UVW, das sind Wicklungen von Motoren oder Trafos. Und im Prinzip haben wir eine Wicklung U1 auf U2, das ist eine, V1 auf V2 ist die nächste Wicklung und W1 auf W2 ist dann die dritte Wicklung. Dann macht das Ganze eventuell auch schon ein bisschen mehr Sinn, wenn man nämlich jetzt mal gedanklich endlich beim Motor angekommen ist. Na, dann gucken wir hier, haben wir L1 zu U1, L2 zu V1, L3 zu W1, das heißt also wir haben die drei Phasen jeweils auf eine Wicklung geschaltet und die Mitte von den Wicklungen, die ist miteinander kurz geschlossen. Na, klingelt's schon? Naja. Gehen wir gerade noch zur obersten Schaltstellung, wenn wir den Schalter nach ganz oben machen. Da haben wir L1 zu U1 und W2, L2 zu U2 und V1 und L3 zu W1 und V2, also immer um einen versetzt. Wenn wir uns das Ganze dann mal bildlich machen, dann ist unsere erste Schaltstellung, gehen wir dahin nochmal zurück, wo alles verbunden ist. Ja, wir haben die Mitte verbunden und das Ganze sieht dann hier so aus. Wir haben also L1, L2, L3 jeweils an den drei Enden von den Spulen, von den Wicklungen vom Motor und die Mitte ist miteinander verbunden. Das ist die gute alte Sternschaltung. Und die oberste Stellung, wenn wir die einlegen, dann sind entsprechend die Enden immer wieder miteinander verbunden, um eins versetzt. Das ist dann die Dreiecksschaltung. Warum gibt es jetzt Stern und Dreieck? Naja, das Ganze hat man benutzt oder benutzt man immer noch, um große Motoren anlaufen zu lassen. Denn so ein Motor, wenn der halt steht, der braucht ein bisschen Anlaufstrom und das will man eventuell etwas im Griff bekommen. Und da macht es dann Unterschied, ob man Stern oder Dreieck fährt.
Und das können wir uns auch hier mal angucken. Ich habe jetzt hier im Simulator mal die Sternschaltung drin. Wir haben hier unsere drei Phasen, L1, L2 und L3. Die sind jeweils 50 Hertz, jeweils um 120 Grad vertauscht. Also das, was aus so einer Drehstromsteckdose rauskommt. Wenn wir unten gucken, hier haben wir auch diese typische Wellenform, wo wir dann zum Beispiel hier die grüne, wenn wir uns hier angucken, das ist jetzt L1. Und L2 und L3, die gehen dann quasi hier so dazwischen, wenn die L1 nach unten geht. Und wenn wir jetzt hier mal auf die Simulation gehen, dann sehen wir, wenn zum Beispiel hier gerade Strom irgendwo rauskommt, welche ist denn jetzt überhaupt dran, hier die erste, dann sehen wir, der Strom fließt hier durch die erste Wicklung und dann in Teilen durch die beiden anderen. Das heißt also, im Prinzip haben wir immer zwischen dem, wo es reinfließt und dem, wo es wieder rauskommt, zwei Widerstände. Das heißt also, wir haben im Prinzip eine Art Spannungsteiler. Und der teilt sich relativ gut auf. Der teilt sich nämlich wunderschön auf. Und wenn wir hier zum Beispiel mal uns einen von den Widerständen angucken, dann haben wir hier minus 324 Volt, Maximum 324 oder hier steht es ja sogar 326 Volt. Und wenn wir 326 Volt als Peak haben und das mal so ein bisschen umrechnen auf RMS, weil RMS ist so das, was wir üblicherweise nutzen, dann haben wir hier auf diesem Widerstand im Prinzip die 230 Volt, die uns da auch aus der Steckdose entgegenkommen. Einfacher verstehen kann man das im Übrigen, wenn man sich hier diesen Mittelpunkt denkt, als ob das der N ist. Bei einer normalen Steckdose, die nur eine Phase hat, da haben wir ja meistens eine Phase oder einen Außenleiter und N und dann 230 Volt. Und genau dasselbe haben wir hier auch. Wir haben hier im Prinzip die drei Phasen und die gehen jeweils gegen den N. Und dadurch, dass hier die Widerstände gleich sind, brauchen wir keinen N anschließen, sondern der ist quasi virtuell, dadurch, dass sich das hier immer wie so ein Spannungsteiler über die Wicklungen aufteilt. Dieser Stern, das ist die erste Schaltung. Das heißt, wenn wir den Motor anschalten, von 0 auf 1, haben wir erstmal hier diese Schaltung und dadurch haben wir entsprechend hier die 230 Volt RMS, die dann dafür sorgen, dass unser Motor anfängt zu drehen. Wenn wir jetzt noch eine weiterschalten, dann kommen wir zu der Schaltung hier. Das ist ein Dreieck. Hier haben wir jetzt keinen Mittelpunkt mehr und das hat auch einen relativ einfachen Grund oder einen relativ einfach anderen Effekt. Wenn wir jetzt hier nämlich mal gucken, wenn Strom reinfließt, da liegen dann nicht mehr zwei von den Widerständen hintereinander, sondern zu denen, wo es wegfließt, nennen wir es mal so, ist jeweils nur ein Widerstand. Das heißt also, wir haben einen deutlich geringeren Gesamtwiderstand, weil der Strom durch einen Widerstand wieder wegfließen kann und nicht wie bei der vorherigen durch zwei Widerstände fließen muss. Auch hier haben wir unsere L1, L2, L3, da hat sich nichts dran geändert. Das heißt also, unsere Wellenform hier unten ist genau dieselbe. Auch hier 650 Volt Maximum. Das ist Peak-to-Peak, passt. Glaubt mir einfach, das ist das, was aus dem Strom erst rausfällt. Wenn wir jetzt hier auf den Ausgang gucken, dann sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben nämlich nicht mehr unsere 327 Watt, sondern wir haben Volt, sondern wir haben 566 Volt auf einmal. Einfach dadurch, weil, wie gesagt, wir haben jetzt hier nicht mehr diesen Spannungsteiler, sondern wir sind im Prinzip Phase zu Phase. Und die Phasen in Deutschland oder komplett Europa und wo auch immer unser Netz noch sonst so im Einsatz ist, ja, die haben halt eine größere Spannungsdifferenz untereinander, wenn wir kein N haben. Und wenn wir das hier mal holen, 566 sind die V-Max, nicht die V-Peak-to-Peak. V-Peak-to-Peak wäre also das Doppelte, das wäre dann irgendwie 1200 irgendwas. Und wenn wir das in VRMS umrechnen, dann kommen wir bei 400 Volt raus. Und 400 Volt haben wir dann jetzt entsprechend hier über unseren einzelnen Widerständen drüber liegen. Das heißt also deutlich mehr als die 230 Volt, die wir hier hatten, RMS jeweils gerechnet. Und genau das ist halt der Hintergrund. Man schaltet so einen Motor erst in diese Schaltung hier mit dem virtuellen Sternpunkt, Neutralleiter, Nullpunkt, wie auch immer man das dann nennen möchte. Hat dann nur 230 Volt. Der Motor läuft mit diesem Strom erstmal an, hat aber dadurch, dass wir weniger Spannung haben, weniger Leistung haben, auch einen geringeren Drehmoment. Zum Anlaufen reicht das aber. Und wenn er dann auf einer gewissen Drehzahl ist oder nach einer gewissen Zeit macht man es meistens bei älteren Schaltungen, dann schaltet man auf das hier um. Der Motor oder die einzelnen Windungen im Motor kriegen plötzlich mehr Strom, entsprechend auch eine höhere Leistung und der Drehmoment geht dann auf das Volle. Und dadurch, dass der Motor bereits in Drehung ist,
haben wir nicht dieses Problem, dass wir so einen riesen Anlaufstrom haben, der im Zweifelsfall halt unsere Gebäudeelektronik da auch ein bisschen überfordern könnte. Und genau dafür ist hier dieser Schalter da. Der Schalter hat wohl mal einen dreiphasigen Motor oder eine Maschine mit solchen Motoren geschaltet. Und zwar von aus erst in die Sternschaltung, die wir hier sehen, mit den 230 Volt über die Wicklung. Und nach einer gewissen Zeit hat man es dann weiter hochgemacht. Und dann hatte der Motor die volle Leistung und entsprechend dann auch die abschließende Drehzahl sowie den abschließenden Drehmoment. Und das ist das, was der Schalter ursprünglich mal gemacht hat. Hat einen Moment gedauert, bis das bei mir geklickt hatte, einfach weil ich das mit dem Motor gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ich halt gedacht habe, das wäre ein Umschaltding, aber ja, macht am Ende dann doch Sinn. Also von der Theorie mal wieder rüber in die Praxis. Den Schalter, den habe ich dann mal mit ein bisschen Isopropanol und so gereinigt, einfach um den Rost und sonstigen Lack erstmal wegzubekommen. Es hilft auch sehr, wenn man den einfach öfter mal schaltet, denn na, durch das Schleifen von den Kontakten, da schleifen die sich auch wieder so ein bisschen frei. Ist jetzt keine komplette Selbstreinigung, aber zumindest den größten Dreck, den kriegt man damit auch durchaus schon mal so weg. Die rausgebrochenen Stellen, die habe ich mit ein bisschen Kleber fixiert. Ich habe zwar jetzt so unter dem Mikroskop nichts gesehen, was irgendwie seltsam aussähe, aber hey, sicher ist sicher, also Kleber drüber und ein bisschen Gewebeband für die Optik und dass da nichts reinfällt, weil ich noch nicht weiß, ob ich das am Ende brauche an der Stelle. Und ja, damit sollte das im Prinzip wieder soweit zusammen sein. Ja, und das war dann doch eine Runde interessanter, als ich das vermutet hätte. Ich dachte, ich hole mir einfach einen alten Schalter und kann man schon fertig was anklemmen. Aber jetzt haben wir den auf jeden Fall innen drin ein bisschen mal wieder auf Vordermann gebracht. Angeblich hätte er direkt funktionieren sollen, aber mit dem ganzen Rost und so, da ist es wahrscheinlich keine so schlechte Idee, das einmal neu einzuschmieren. Kontakte, habt ihr ja gesehen, lösen alle wieder aus und haben in einem dann auch noch was gelernt, und zwar, was das hier mit der Sternschaltung und der Dreieckschaltung zu tun hat. Und dass das hier eben nicht, wie ursprünglich vermutet, irgendwie ein Umschalter ist zwischen zwei dreiphasigen Stromquellen. Und dadurch, dass ich jetzt hier meine Liste habe, was wie verbunden ist, kann ich natürlich weiterhin meinen Arduino nachher dranklemmen. Das wird auch passieren. Ist einfach, um optisch ein bisschen was herzumachen. Das hier ist halt ein bisschen was anderes, was man in der Hand hat, als so einen kleinen Pinöppel, den man hoch und runter schieben kann, so einen Schiebeschalter oder sowas. Das hier macht da natürlich schon optisch ein bisschen mehr her. Und was das ist, das werden wir in einem zukünftigen Video sehen. Für jetzt haben wir erstmal rausbekommen, was das Ding ursprünglich getan hat, warum man die benutzt hat und haben sichergestellt, dass es auch jetzt dann zukünftig das tut, was es soll.